Mission complete. So, die schwerste Mission haben wir geschafft und es scheint eigentlich fertig zu sein hier, aber wir sehen, es gibt hier noch eine Mission 23 und wir haben jetzt einen neuen, eine neue Musik auf der World Map. Auch wenn ich die nicht mehr so gut mag wie die ersten beiden Themes. Aber ich möchte hier an dieser Stelle auch gleich ein bisschen weiterspielen. Es sind ja nur noch 6 Missionen bis zum Ende. Commander Rachel, we have a situation here. What's going on? I'm supposed to be going on leave today. I was planning on visiting Macroland. We're under fire, it's Black Hole. What? Black Hole is attacking Omega Land, they're everywhere. They're systematically destroying every factory inside. How's that possibly? Where did they get their army? Send out the call to Allied Coles. We have to regroup and push them back. Our factories are destroyed. Almost all of our units have been wiped out. How are we going to fight back? This is looking bad. Call Commander Nell. Tell her we need reinforcements. Yes, sir. Will she make it in time? She'd better. We've got to hang on with the units we have. I thought the war was over. Alright, this is everyone here? How did Black Hole manage to launch a surprise attack? Shoot it, there goes my root beer and bratwurst tasting tour. How does it look, Rachel? Not good. Black Hole has already taken several of Aramigalan's territories. For now we must guard the Blue Water Sea at all costs. If it falls, Omega Land is defenseless. What is the enemy's strength? According to our intel, they outnumber us 3-1. No way! Macroland reinforcements are coming. We'll just have to hold out until then. Be brave, we must defend Omega Land. Let's do this thing. The enemy factories are smoldering ruins, and all that remains are the coals. Back again, Candy? Not a fast learner, are you? Now that we're here, you won't have Omega Land to kick around anymore. How amusing. What do you think you can do with such a teensy pathetic army? Why you? Now I get my revenge. I've brought you a special guest. Please give a warm welcome to Commander Olaf of Black Hole. It can't be? Commander Olaf? No way! I thought Olaf was in Macroland, rebuilding Blue Moon. Yes, it's a mystery. And God of filth such as you will never solve it. I'm going to bury you in snow. We can't fight in these conditions, especially not against Commander Olaf. What am I supposed to do? Whatever, Colin. Let's just take it down a notch. Why don't we? Is this really you? Commander Grid? Howdy. Long time no see. I heard you were a little big of a pickle, so I wandered over to see if I could help. Looks like you're just in time, Grid. Sammy, you made it! That Olaf is a fake. He's a clone. It's more of Black Hole's nefarious technology. The real Commander Olaf is alive and well back in Macroland. Sonya! Hey, kiddo! How long has it been? Wait, isn't Kanbei with you? No, sir. He wanted to come, but the Emperor cannot leave his homeland unattended. I have come in his stead. Measures it like it's now. It's exactly the time for a stroll down memory lane. We have an enemy to crush. You're as subtle as ever, Eagle. Thanks for coming. We need the help. Blue team is in position, awaiting your orders. Green team is in position, ready to move out. Well done. Okay, Commander Rachel, we are awaiting orders. Thanks, Sonya, and everyone else who came from Macroland. Now we can win this fight. Let's go kick some Black Hole Tail. Oh yeah, wir haben eine schöne Verstärkung bekommen. 4 neue Co's, wenn ihr richtig mitgezählt habt. Aus jeder Armee einen Co.
Und da sind wir auch die. Und damit haben wir alle Codes, die wir hier benutzen dürfen, schon ausgefüllt. Natürlich ist der Co-Rooster in diesem Spiel noch ein bisschen größer. Schließlich sind das ja insgesamt 27 Codes in diesem Spiel. Aber wir haben jetzt Zugriff auf. Moment, ich zeig das mal kurz. Auf Sami. Dann haben wir hier noch Grid. Also Sami ist Tami, ihr kennt sie ja noch. Das sind aber nur die englischen Namen. Grid, auch bekannt als Kit. Kennt ihr ja auch noch aus den letzten zwei Spielen. Dann Eagle, natürlich. Auch aus den letzten zwei Spielen. Und Sonja. Bei ihren Stats hat sich auch ein bisschen was getan, muss ich mal dazu sagen. Sami hat ein bisschen was von ihrer Infanteriestärke verloren. Sie hat lediglich nur noch 20% mehr Feuerkraft auf ihrer Infanterie. Insgesamt ist das allerdings kein großer Abbruch, denn schließlich kann sie ihre Gaben wesentlich häufiger einsetzen. Bei Grid hat sich eigentlich überhaupt nichts verändert. Er hat nach wie vor 20% Schwäche auf alle Nahkampfwaffen und macht dafür 20% mehr Bums mit Fernkampfwaffen und hat eine erhöhte Reichweite. Seine Gaben erhöhen die Reichweite nochmal extra. Wir kennen sie ja. Und die Feuerkraft über seinen Gaben natürlich auch erhöht. Eagle hat sich auch ein bisschen was verändert. Seine Flieger sind keine 115, 110er mehr, sondern jetzt 120, 100. Was ich ein bisschen schade finde, weil die extra Defensive hat seinen Fliegern doch schon mal ein bisschen gut getan. Naja, man kann nichts machen. Seine Seeeinheiten sind in diesem Spiel auf, ich glaube, die sind sogar bei 90, 100. Also, die sind sogar einsetzbar neu, ausnahmsweise. Naja. Gut, Seeeinheiten ein bisschen gebufft, Flugeinheiten ein kleines bisschen genervt. Gut, sie machen ein bisschen mehr Schaden, aber sie halten halt weniger aus. Bei seinen Gaben hat sich ein bisschen was geändert. Also Lightning Strike ist mehr oder weniger unverändert, bis auf die Tatsache, dass er keinen Power Boost mehr kriegt auf seine Flieger, während er die Gabe einsetzt. Seine Einheiten kriegen einfach nur den Standard 10-10 Boost, wie man es halt von den Gaben hier kennt. Seine normale Gabe hat sich allerdings ein gutes Stück geändert. Die bleibt bei 3 Sternen. Und es funktioniert jetzt ähnlich wie Lightning Strike, also seine Super Core Power. Und zwar wird die Feuerkraft aller seiner Truppen mit Ausnahme der Infanterie halbiert. Und er kann halt dann noch einen zweiten Zug machen. Mit halber Feuerkraft ist der zweite Zug immer noch relativ stark. Dafür, dass das Ganze nur ein Drittel der Sterne kostet, die es normal für die Super Core Power hat. Bei Sonja hat sich auch einiges geändert. Zum einen, ihr kennt ja ihren Unglücksfaktor, den sie hat. Der wurde ja vom vorletzten aufs letzte Spiel schon von 20 auf 10% reduziert. In diesem Spiel ist es nur noch 5% Unglück. Na gut, ist immer noch ein bisschen Nachteil, aber dafür hat sie dann noch einen klitzekleinen Vorteil bekommen. Nämlich, solange Sonja aktiv im Spiel ist. Und das ist, ja, sofern sie da ist, eigentlich immer der Fall. Also zumindest, sofern man sie, also in einem Fall, wenn zwei Co's kämpfen und sie gerade nicht aktiv ist, dann zählt das nicht. Aber sofern sie aktiver Co ist, haben alle Gegner einen Deckungsstern weniger. Also, es kann nicht weniger als 0 sein, also das ist klar, aber man kann den Gegnern so ein bisschen die Deckung rauben. Das ist zumindest mal nicht schlecht. Ihre Gaben haben sich auch nicht wirklich viel verändert, außer dass sie jetzt auf ihre Day-to-Day-Fähigkeit ein bisschen aufbauen. Ihre Gabe verringert nämlich, also macht nämlich 2 Sterne, also 2 Deckungssterne vom Gegner weniger und ihre Spezialgabe macht sogar 3 Sterne weniger, womit sämtliche Defensivboni außer die von den Bergen und von einem Hauptquartier komplett entfernt werden. Und auf Berg und Hauptquartier bleibt auch nur noch 1 Stern übrig. Das heißt, der Gegner, der gegen Sonja kämpft, der kann nicht wirklich auf die Geländedeckung vertrauen. Vor allem Lash kann gegen Sonja überhaupt nichts mehr ausrichten. Sonja ist der beste Konter gegen Lash, den es gibt eigentlich. Wobei Lash sowieso kein großes Problem ist. So, jetzt muss ich mal schnell einen Schluck trinken, weil jetzt habe ich wieder sehr viel am Stück gelabert. Und ohne, dass da wirklich wieder was passiert ist. Also, ich muss die Kurs einstellen und Sonja und Lash dürfen hier gleich mal das rote Team bilden. Das ist sowieso vorbei. Oh ne, ich glaube, das mache ich gleich mit.
da dürfen gleich Sonja und Sami zusammenarbeiten, weil die taggen ja auch zusammen. Im blauen Team, da diese Armee, wenn ihr sie gesehen habt, zu Großteil aus Fliegern und Fernwaffen besteht, eigentlich nur aus Fliegern und Fernwaffen, werde ich dieses Team aus Grit und Eagle zusammenstellen. Die beiden haben zwar keine Tech-Kombination miteinander, allerdings sind die Einheiten gerade für die beiden Kurs ausgelegt. Das grüne Team wird, ja, ich glaube, das werde ich sogar mit, wobei, Chess brauche ich da gar nicht. Rachel wäre da eher so eine Sache. Weil hier könnte ich ihre Raketen sehr, sehr, sehr gut brauchen. So, zum einen mal mache ich diesen Skill hier rein. Ups, das war der falsche Knopf. Das habe ich alle gelöscht. Die beiden brauche ich. Leider gibt es hier noch keine Star Power. Indirect Fire schadet hier in dieser Mission auf jeden Fall nicht. Was haben wir denn für... Oh, Jake ist ja jetzt Rang 5. Das bedeutet Gutes. Kann ich ihm diese beiden Skills hier schon mal geben? So, Cannon Guard ist ein richtig netter Skill, wenn der Gegner Mini-Cannons hat. Damit kriegt man nur noch einen Schaden von den Teilen. Und von den großen Kanonen übrigens auch. Kriegt man zumindest nur noch 3 statt 5. Wenn der Gegner sowas hat, richtig netter Skill. Es gibt ja auch, ich kann ja mal so zeigen, was hier noch so ist. Der Missile Guard, da kriegt man von Silos weniger Schaden. Der APC Boost, damit haben die APCs mehr Movement. Immer ein sehr netter Boost übrigens. So, recht viel mehr kann ich hier jetzt aber nicht an den Skills machen. Grid und Eagle sind eh beide noch Rang 0, genauso wie Sonja und Tammy. Übrigens möchte ich hier mal anmerken, dass wir hier mittlerweile die stärkste Tech-Kombination überhaupt zur Verfügung haben. Diese besteht nämlich aus Eagle und Tammy. Die beiden, wenn taggen, ist mehr oder weniger die asozialste Kombination, die man spielen kann, weil sie, sofern in diesem Spiel ein Hauptquartier vorhanden ist, es meistens in einem Instant-Win endet. Und das macht das Ganze so overpowered. Ich werde es euch bei Gelegenheit mal vorführen und erklären, nämlich sobald, also eigentlich könnte ich das in der nächsten Mission sogar machen, wenn ich dazu komme. Aber jetzt will ich erstmal losspielen. Ich habe jetzt glaube ich, eine Viertelstunde lang nur gelabert. Mission 23, Dark Ambition. Well, it's almost time to move out. We'll show these black hole dogs what Macroland's cores are made of. Indeed, Sami, the time has come to put our attack battle skills to the test. Ja. Und dann dürfen wir mal wieder mit Sonja und mit Tammy spielen. So, die beiden lasse ich da erstmal drin. Und dann darf ich dir gleich mal auf Sami wechseln. These black hole fellows are nasty. I'll make them sweet like a gold in a pepper patch. An Olaf clone? Ha! How convenient! I've always wanted to face him. Ach, das mag ich an Eagle. Ups. Und das mag ich an Grit. Diese insane Fernwaffenreichweite. Auch wenn ihr die Tierlisteneinbindungen gerade gesehen habt, wo er steht. Der ist nämlich ganz unten und das hat einen bestimmten Grund. Den kann ich euch auch nennen. Er ist in diesem Code das schwächste Spiel. Was sage ich jetzt hier? Er ist in diesem Spiel das schwächste Co. So rum. Macht's wesentlich mehr Sinn. Weil in der Meta von diesem Spiel eigentlich keine Fernwaffen benutzt werden. Und er eben, weil er nicht nur irgendwie keine starken Einheiten hat, sondern auch noch die Einheiten, die häufig benutzt werden, eher noch schwach sind, ist er eben leider so ziemlich der schwächste Code, den es jetzt gibt. Ja, ist leider so. In der Kampagne hat das aber oft nicht wirklich viel zu sagen. You sure he's a clone, Rachel? Man, it looks like just like his picture. I can't say for sure, I've never met him in person.
but I hear that he is unstoppable in snow. Even with backup, this won't be easy. Ah ja, stimmt. Zu Olaf kann ich auch noch ein bisschen was sagen bei der Gelegenheit. Olaf ist mehr oder weniger kleines bisschen abgeändert worden. Mittlerweile hat er einen passiven Skill, dass wenn es schneit, dass er 20% extra Feuerkraft hat. Seine Gabe lässt es natürlich schneien, womit er auch von seiner Fähigkeit profitieren kann. Also seine Gabe lässt es sogar für 2 Runden schneien mittlerweile, das muss man mal dazu sagen. Denn eine Runde ist schon lange nicht mehr genug. So, und seine Spezialgabe lässt es ebenfalls 2 Runden schneiden. Zusätzlich dazu hat er da noch seine 2 Master Match Points, also dass alle gegnerischen Einheiten 2 Punkte Schaden bekommen. It looks look at all the beautiful snow. It's almost as bewitching as I am. Most girls waste all their fuel slugging through the snow, but not my dear Olaf. The cold is nothing to me. This cloned Olaf is just like the real one. He's unstoppable in snow. This beautiful blizzard promises me a swift victory. So, da haben wir das gute alte Zany-Team. So, diese Nüsse. Wo schmeißen wir die rein? Ich würde ja fast sagen, so ist es am effizientesten. Oder so. Ah, nee, so. Ja, passt schon so. So erwische ich die meisten teuren Einheiten. Inklusive dem Megatank, den sie da haben. Und Kenny hat es ja gerade schon erwähnt, während alle Kurs im Schnee die doppelte Benzinmenge benötigen, braucht Olaf nach wie vor die normale Menge. So, der erreicht jetzt gerade nichts. Oder so, wird schon gehen. Bei Eagles passive Fähigkeit, dass er weniger Benzin verbrennt mit seinen Flugeinheiten, hat sich übrigens auch nichts geändert. Wollte ich nur nochmal so gesagt haben, weil es mir gerade wieder einfällt, weil ich gerade schon wieder über das Benzin geredet habe. So, die erste Zeit hier kann ich hauptsächlich mit Grid spielen, weil mit erhöhter Fernwaffenreichweite macht das Ganze doch wesentlich mehr Spaß. Es ist einfach richtig krass, was der da raushauen kann. So. Das Schlachtschiff kann man schon mal in Position bringen hier. Und hier mal die ersten Truppen zum Abfangen von der ersten Angriffswelle mal bereitstellen. Die ich sowieso noch mit 2 weiteren Missiles schwächen will. Megatank jetzt schon zurück. Das ist interessant. This is strange. There's no way the snow should still be falling. And what's with those cities to the north and south? Sanya? I heard something once about a country that ran a strange experiment. They used a huge pair of electrodes to channel energy and alter the weather. Their experiment failed, but what if Black Hole mastered the technology? Are you saying if we capture those cities? Yes, we might be able to stop the snow. Tja, das können wir dann ausprobieren, ob das funktioniert. So. Dann
das hier trotzdem noch am effizientesten da reinzuschmeißen, weil brauchen die da hinten länger zum Reparieren. Die Comm Towers zu besetzen hat hier leider keinen Sinn. Weil mit einer Infanterie und einer Mecheinheit habe ich nicht wirklich den Bedarf nach einem Feuerkraftboost für die Armee und die anderen beiden haben leider keine Infanterieeinheiten. So. Zuallererst einmal. Der trifft leider nichts, aber gut. Dann schießen wir doch zuallererst mal diese Artillerie hier ein bisschen ab. Immer schön die Flieger versorgen, weil bei Schnee verbrauchen die wirklich ein bisschen zu viel Benzin. Also lasse ich ihn da oben warten. So, diese Azi will ich auch noch abschießen, weil dann brauchen sie ein gutes Stück länger, um durch die Pipeline durchzukommen. Weil die hat jetzt noch 34, die noch 74, die auch noch 34. Erstmal ein bisschen was zum Knacken, wenn sie da durch wollen. Kommen nächste Runde höchstwahrscheinlich eh noch nicht durch, es sei denn, sie kommen dann mit dem Medium Tank an. Was sie nicht tun.